Halli, hallo, Hallöde, willkommen zum letzten Mal Road to Moskau. Heute mit dem großen Finale der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Frankreich gegen Kroatien. Ich spiele mit Kroatien gegen Frankreich, weil Kroatien ist definitiv der Außenseiter. Zum ersten Mal überhaupt in einem Finale der Fußballweltmeisterschaft. Das ganze Spiel findet um 17 Uhr unserer Zeit in Moskau im Luschniki-Stadion statt. 18 Uhr Ortszeit ist übrigens auch das einzige Spiel, was um 17 Uhr angepfiffen worden ist unserer Zeit. Interessant, ne? Ich könnte jetzt noch sagen, kommentieren wird das Ganze im ZDF Bela Reti, aber das interessiert keinen. Und ich glaube, der Schiedsrichter kommt aus Argentinien. Das interessiert noch weniger Leute. Ich werde hier das Ganze mal so machen wie bei den Deutschlandspielen. In der Vorrunde wenig wegklicken. Da kann ich übrigens auch mal ein bisschen mehr labern. Es ist noch etwas hell, aber geht dann ins Dunkle rein, deshalb wahrscheinlich auch so ein bisschen die Zeit. Auch wenn es in Game immer so eine Sache ist, weil sich da nichts ändern wird im Laufe des Spiels. Yay. Yay. Griezmann. Okay. Yay. Ja, was haben wir nicht alles bei dieser WM durchgemacht? Zwischen Mikrofone, die nicht aufgenommen haben, wäre übrigens vor dem auch wieder passiert, wenn ich nicht gecheckt hätte, dass das Mikrofon aufnimmt. Ja. Keine Ahnung, das stellt sich irgendwann immer mal wieder aus, obwohl ich es heute noch im Gebrauch hatte. Ja, ich nehme das an dem Abend jetzt auf. Keine Ahnung, ist hier immer wieder mal ausgeschalten. Merkwürdig. Das muss irgendwo an, keine Ahnung, was liegen. Hier die Ausstellung von Frankreich. Ja. Und dennoch schnell die Aufstellung von Kroatien. Schon krass, dass überhaupt Kroatien im Finale der Fußball-WM ist. Man hat ja so ein bisschen mit Belgien gerechnet, ne? Die übrigens gegen England im Spiel um Platz 3 super noch gewonnen haben mit 2-0. Deshalb auch zu Recht Drittplatzierter sind. Und ja. Egal wie das Spiel hier für Kroatien ausgeht, die haben eigentlich schon gewonnen. Ne? Muss man halt sagen. Auch wenn ich im Gesamten wahrscheinlich. Ja, es könnte ein enges Match werden. Das kann man gar nicht so sagen. Frankreich ist der Favorit, klar. Viele sehen Frankreich sicherlich auch vorne. Aber es kann ein enges Match werden. Es kann auch Kroatien gewinnen. Deshalb will ich da jetzt gar nicht so eine Prognose geben. Weil es schwer ist. Ich habe zwar so einen Tipp, klar.
Will ich jetzt aber hier gar nicht raushauen. Auch aus Tippspielgründen. Weil das Video einfach vorher noch kommt und ja. Es ist wichtig für meine Existenz. Ups. Das ist auch der Grund, warum ich hier übrigens keine Tipps weiter abgebe, sondern immer wirklich nur dieses Orakel mache. Das hat was mit Tippspielen zu tun. Wow. Ha. Ich konnte es noch abbrechen. Dass er losschießt. Ja. Wow. Gut. Also weniger auf Krampf hier spielen diesmal, sondern ein bisschen mehr mit Bedacht. Abseits. Oder Tor für Kroatien. Je nachdem. Könnt ihr euch gerne aussuchen. Na, das Ding springt aber auch gerne mal so durch die Spieler, selbst wenn er eigentlich gar nicht reinspringen soll, sondern die Grätsche mehr ins Nichts gehen soll, springt er gerne mal Richtung Gegner. Wow.
Hui. Das hätte jetzt noch mal knapp werden können. Och, der springt immer Richtung. Wie gesagt, der sollte da nicht reinspringen. Sondern er sollte davor so wegfliegen. So weggrätschen. Na, abgeprallt nochmal für eine Ecke. Gibt schon mal eine Auswechslung. So, jetzt ist aber Halbzeit. 0:0 noch. Ups. Schade. Versuch's jetzt mal wieder ohne Grätschen, weil das Ding ja halt einfach ein bisschen rickt ist. In solchen Fällen. Ne, das springt einfach in den Spieler. Und das will ich halt eigentlich gar nicht. Ich komme hier nicht richtig durch. Was war das? Ah, ne, Abseits, okay. Wow. Substitution for the visitors. Coming off the pitch, number 7, Ivan Rakitic. Coming onto the pitch, number 8, Mateo Kovacic.
Und ach, es war auch ein Abseits. Komm. Ich rede hier gerade schon wenig, ich weiß. So Finalstimmung mit wenig Reden. Ich bin gerade total angespannt. Bei Kroatien, ja, ich will ja auch mal gewinnen mit dem, ne? Und ich weiß, jedes Mal, wenn ich viel rede, verliere ich. Nein. Das geht doch nicht. Hallo. Jo. Hey, was war das denn? The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Es geht in die Verlängerung. Man glaubt es kaum.
Da sieht man es nochmal, die Auswechslung ist immer ein bisschen so komisch. Bricht er immer so ab, wenn es die Auswechslung direkt bei Halbzeit ist. Oder halt zu Beginn der Verlängerung. Aber zur Halbzeit passiert es meistens ja eher nicht so. Außer es ist die zweite Halbzeit. Noch Verlängerung? Haha, das ist auch in der Halbzeit. Gut. Ja, so, aber es ist auch Verlängerung. Ich hasse Elfmeterschießen. Ja, abseits. Was schon wieder? Och, das ist doch. Das gibt's nicht. Ja, ach ja, Halbzeit der Verlängerung auch noch. Hat man gar nicht gehört. Oder ich habe nicht darauf geachtet. Wenn ich noch mit dem Schuss daneben so beschäftigt war. Ich will das Ding gewinnen. Auch das hat nicht funktioniert.
Und das war's mit der regulären Spielzeit. 0:0 nach Verlängerung. Damit geht's jetzt ins Elfmeterschießen. Ich hasse Elfmeterschießen. War klar. Der hat sich nicht mal bewegt, obwohl ich da nach links gedrückt habe. Behalten. Der ging an den Pfosten. Der ging an die Latte. Alles klar. Franzosen machen mir jetzt gerade einfach. Okay, der sollte eigentlich auch nach links, aber gut, damit kann ich auch leben. Tor. Kroatien ist Weltmeister. Und das, weil Frankreich einfach gar nichts reingemacht hat. Warum auch? Tja, 1:2 im Elfmeterschießen verloren, die Franzosen. Damit war es das Ganze auch. Mit Road to Moscow. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ihr könnt gern Kommentare da lassen, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was man machen könnte, ob es irgendwelche Verbesserungen gibt. Auch guckt einfach auf berlinertv.de nach. Da gibt es ein paar Informationen über Projekte, die es halt in Zukunft gibt, Formate, die hier noch kommen. Das war jetzt mal so der Einstieg. Zukunft wird natürlich ein bisschen mehr kommen. Es gibt auch wieder Livestreams auf Twitch. Ja, da muss ich bloß hier das Equipment und hier ja, noch etwas umräumen. Das kann also noch eine Weile dauern, sagen wir es mal so. Ich versuche es noch in diesem Jahr, kann es aber nicht versprechen. So, wir sehen uns auf alle Fälle wieder. Bis dahin und ciao, ciao.